Liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, vor allem liebe Usedomer, wertes Präsidium, werte Kollegen und liebe Gäste. Seit längerem beschäftigt uns die Verkehrssituation auf der Insel Usedom insgesamt und schon mehrfach auch in dieser Legislaturperiode hier im Landtagsplenum. Grund dafür ist, dass ein schlüssiges und durchdachtes Gesamtverkehrskonzept für die Insel nach wie vor fehlt. Das wird zwar seit langem gefordert, es wird viel darüber gesprochen, aber es wird nichts daran getan. Es wird kein Verkehrskonzept vorgelegt, das wirklich mit den Vokabeln durchdacht und Gesamtkonzept begleitet werden könnte. Die gesamte Problematik beginnt schon mit der streitigen Frage zum Ob. Da ist inzwischen weitgehende Klärung eingetreten, aber auch zum Wie über die Ortsumgehung in Wolgast. Es geht dann weiter mit der Verkehrssituation für PKWs auf der Insel. Das meint sowohl die B109 wie die B110. In beiden Straßenwegen gibt es lang anhaltende Staus, vor allem in der Urlaubszeit. Die Forderung der Bürgermeister, die unzureichend getakteten und zu vielen Ampeln durch Kreisverkehre abzuschaffen oder zu ersetzen, hat uns beschäftigt, hat Unterschriftenaktionen hervorgerufen. Und es geht um die Frage eines teilweise dreispurigen Ausbaus der Kernstraßen auf der Insel, um wenigstens dort ein wenig etwas gegen die Stauneigung zu tun. Alles das ist angedacht, wird diskutiert und dann herrscht Stillstand. Weiteres geschieht nicht. Dazu gehört natürlich dann auch, weil das Hauptproblem in der Verkehrslage auf Usedom ein zu viel an PKWs auf der Insel ist, die Abkoppelung der Insel von der durchgehenden Bahnstrecke Berlin-Stralsund mit der inzwischen völlig unzureichenden Situation eines zentralen Umsteigebahnhofs in Züssow, bei dem weder Versorgung noch Regensicherheit noch ordentliche Umsteigemöglichkeit gewährleistet ist. Das alles lässt sich nicht anders als mit einer Katastrophe bezeichnen. Das ist ein Chaos, was hier herrscht. Und um auch noch einen kleinen Satz dazu zu sagen, auch die Anbindung des Flughafens Heringsdorf ist nicht geklärt. Das gilt zum einen natürlich für das Flugverkehrsnetz. Da kann man sagen, okay, da kann unsere Landesregierung nur bedingt eingreifen. Ein kleinen Moment, Herr Professor Dr. Weber. Ich habe jetzt 2:50 zugehört und habe versucht, eine Verbindung mit dem aufgerufenen Thema herzustellen. Es ist keine Globalaussprache. Man kann sicherlich die Gesamtsituation darstellen, um dann zum Thema zu kommen. Aber ich denke mal, nach 2:50 wäre es denn Zeit, wirklich das Thema dann auch zu streifen. Dankeschön. Könnten Sie in mein Manuskript schauen, würden Sie sehen, es ist noch ein Satz der Einleitung. Die Verkehrssituation der Einbindung des Flughafens Heringsdorf in die Nahverkehrssituation auf Usedom ist schlecht. Ihre Kanzlerin Frau Merkel hat das zu Recht vor einiger Zeit als Katastrophe bezeichnet. Der Ausdruck ist berechtigt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Zustand der B110 zwischen Johannishof und der Zecheriner Brücke und den aktuellen neuen Erkenntnissen. Nicht genug, dass diese Straße sowohl im Oktober 2016 wie im Januar 2017 teilweise unter Wasser stand und nur sehr eingeschränkt noch befahrbar war, teilweise sogar ganz gesperrt werden musste. Nein, es kommt noch hinzu, dass man, kann Sie nur einladen, das mal selbst zu testen, wenn man über diesen Straßenabschnitt fährt, sich in einem ganz normalen PKW schon vorkommt, als würde man auf einem schlingernden, etwas verwässernden Untergrund fahren. Das ist spürbar für den individuellen PKW, der darüber fährt, oder für den Fahrer des PKWs. Und woran liegt das? Darüber streiten die Experten. Fakt ist, dass das Gebiet um die B110, um den Damm der B110 renaturalisiert wurde, also wieder verwässert. Davon hatten wir gestern Ausführliches gehört. Inzwischen ist die Landespolitik da, wie wir auch gestern gehört haben, ja einen Schritt klüger geworden und ist von der Devise Wiederverwässerung um jeden Preis abgekommen. Es war mal anders, da wurde auf Teufel komm raus wieder vernässt
Und ein Opfer dieser Politik ist auch der Damm um die B110. Und wer den Effekt der Wiedervernässung, der auch diesen Straßenteil betrifft, mal probieren oder zu Hause mal für sich nachvollziehen möchte, dem kann ich nur folgendes einfache Beispiel anraten. Die meisten von Ihnen werden Filterkaffee trinken. Lassen Sie den Kaffeesatz mal richtig austrocknen in der Filtertüte und geben dann Wasser dazu. Was passiert? Es passiert nicht das, was man erwarten würde, nämlich eine schlammige Vermischung, sondern eine nur grobkörnige Absonderung von kleinen Teilchen der Festmasse und ansonsten schwebt das Wasser über dem abgetrockneten Teil. Das Gleiche passiert bei einer Wiedervernässung. Das, was Sie da im Filterkaffee sich vorstellen können, können Sie sich mit der Wiedervernässung ähnlich vorstellen. Und dann darf man ja wohl mal fragen, welche Auswirkungen das auf eine darüberliegende Straße haben muss. Fakt ist jedenfalls, dass der Grundwasserspiegel an dieser Stelle, in diesem Bauabschnitt der B110, um 1,5 Meter gestiegen ist. Das ergibt ein Gutachten, das das Umweltministerium selbst mal in Auftrag gegeben hat. Insofern werden Sie das wohl kaum anzweifeln wollen. Dass das dann aber, ich zitiere jetzt, keine Auswirkungen auf die darunterliegenden Schichten haben soll, das wiederum und auf die Straße darüber, das wiederum erschließt sich nicht so ohne weiteres. Man denke sich nur das Filterbeispiel, Kaffeebeispiel von eben und stelle sich vor, darüber liegt jetzt eine Straße. Immerhin, man muss auch Positives anerkennen, inzwischen ist durchgesetzt, dass die Fahrbahn an der B110 an diesem Damm in drei Abschnitten in den kommenden 3 Jahren um jeweils 800 Meter ausgebessert und mit einer neuen Asphaltschicht versehen werden soll. Und dabei wird die Straßendecke um 10 Zentimeter angehoben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in den beiden Überflutungszeiten mal an diese Brücke gefahren ist, so wie ich das getan habe. Das Wasser stand weit mehr als 10 Zentimeter hoch auf der Straße, sodass ich bezweifle, dass eine Anhebung um 10 Zentimeter hier eine grundlegende Verbesserung bringen wird. Ob das also ausreicht, 10 Zentimeter Erhöhung und neue Asphaltschicht, um die Grundbrüche in der Straße zu verhindern, das steht in den Sternen. Ein neues Gutachten zum Zustand des Baugrundes will das Umweltministerium nach meinen Informationen nicht in Auftrag geben. So hat jedenfalls auch der Nordkurier vom 21. März 2018 berichtet. Ich zitiere, derzeit sind neue Baugrundgutachten nicht notwendig. So werden sie da wörtlich zitiert. Dass etwas getan werden muss, gerade im Bereich Zecheriner Brücke, Zustand der B110, darüber sind sich also alle einig. Darüber herrscht großes Einvernehmen. Aber was getan werden muss, wann etwas getan wird und wie es getan werden soll, darüber wird nur geredet und leider nicht hinreichend gehandelt. Jetzt haben sogenannte Umweltexperten des Projektes Nord Stream 2 den zuständigen Amtsvorsteher, ihren Parteikollegen Karl-Heinz Schröder, von der CDU darüber informiert, dass die geschilderten Brüche und Risiken in diesem Bereich noch weiter zunehmen werden, weil der Verkehr in diesem Straßenbereich durch das Projekt Nord Stream 2, aber vor allem auch durch den Swinemünde-Tunnel weiter zunehmen wird. In dem Zusammenhang kann ich nur hoffen, dass die Aussagen, die immer wieder getätigt werden, dass die Sperrung dieses Straßenabschnittes nach dem Swinemünde-Tunnel bis zur Zecheriner Brücke für Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen aufrechterhalten bleibt und dass man da nicht Forderungen an anderen Seiten nachgeben wird, dort auch noch schwereren Schwerlastverkehr zuzulassen. Damit drohen an dieser Strecke wegen unzureichender Ausbesserung, wegen der Folgen der Wiedervernässung und wegen den zunehmenden Verkehrsströmen aus verschiedensten Anlässen neue Überschwemmungen und eine zunehmende Entgrundung der Straßendecke.
Wenn man sich jetzt mal die Verkehrssituation auf Usedom Revue passieren lässt, kann man sich leicht vorstellen, was das bedeutet, wenn eine der beiden notwendigen Zufahrten zur Insel dauerhaft oder auf längere Zeit nicht zur Verfügung ständen. Die ganze Misere in der Verkehrssituation wird noch deutlich schlimmer. Und das, obwohl Sie selbst in der Koalitionsvereinbarung, auf die Sie ja immer wieder hinweisen und mit der Sie immer belegen wollen, wie viel getan wird, ausgeführt haben. Ich erlaube mir zu zitieren, mit Einverständnis der Präsidentin: Die veränderten Mobilitätsgewohnheiten der Menschen, aber auch die verkehrlichen Rahmenbedingungen auf Usedom erfordern die Wiederherstellung der Bahnlinie Ducheroos-Wienemünde-Heringsdorf über Karnin, Karniner Brücke. Das Land wird beim Bund weiterhin mit Nachdruck für diese neue Fernverkehrsverbindung eintreten. So viel die Koalitionsvereinbarung. Umgesetzt ist davon aber bislang meines Wissens nichts. Diese gesamte Sanierungsarbeit der B110 im Bereich der Zecheriner Brücke, einschließlich der eventuell möglichen notwendigen neuen Bahntrasse in dieser Region, hat keine, so jedenfalls Ihre Aussicht hat, keine Chancen zur Verwirklichung, weil der Bundesverkehrswegeplan das nicht vorsieht und andere Finanzierungen nicht vorsehen. Ich frage daher, wie soll es weitergehen, um dieses Chaos zu beheben? Dankeschön.